Hallo Freunde des schlechten Geschmacks und willkommen zurück zu einer neuen Folge eines neuen Let's Fails, was mit einem richtigen Fail beginnt. Glaub mir, der Fail ist so groß, dass die erste Folge hinüber ist. Aber es lief so gut in dem Spiel, dass ich mir gedacht habe, ich zeige euch lieber, was passiert ist und erkläre es euch, anstatt nochmal von vorne anzufangen. Denn wir haben einen relativ schweren Spielstart relativ gut gemeistert, würde ich mal behaupten. Wir haben nämlich das große Ziel, als die kleine Nation Sauerhahn zu einem riesigen Imperium zu werden, 9 Vasallen zu haben, welche jeder 100 Entwicklung haben. Und das vor Ablauf des Spielendes. Dafür haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir haben schon einen guten Start gemacht in den letzten 12 Jahren. Und dazu erkläre ich euch mal, was ich letzte Folge gemacht habe. Also, ich habe als erstes begonnen, das Osmanische Reich bankrott zu treiben. Ich habe jeder Nation entlassen, die zu entlassen ist. Zum Schluss dann auch noch meine eigene Nation, die ich selbst spiele, Saruhan, weil die ist nicht ganz da gewesen am Anfang. Ja, dann habe ich begonnen, eine Armee aufzubauen. Zwischendurch hat das Osmanische Reich einen Krieg gegen Byzanz verloren. Den Krieg, den die gegen... Ja. Und dann wurden die von Genua und Epirus angegriffen und den haben die auch verloren. Dann kam... dazwischen war auch mein Unabhängigkeitskrieg. Das zeige ich jetzt mal ablaufen. Das ist eine Zeitleiste. Hier gehen jetzt die einzelnen Monate durch und dann, wenn eine Veränderung da ist, kann ich sagen, was da passiert ist. Hier hat Byzanz das erobert gehabt. Da ist es unser Unabhängigkeitskrieg fertig geworden. Die grünen Provinzen habe ich erobert gehabt. Diese Provinzen wurden von Germain erobert, also die roten meine ich, und das gelbe von Genua. Ja, und das ist jetzt derzeitige Spielstand. Und an dem Punkt starten wir auch ins Let's Play. Diesmal sollte auch was aufgenommen werden. Wenn nicht, muss ich das ganze Ding mal überdenken. So, hier stehen wir also als Sauron. Wir haben mit dieser kleinen Provinz begonnen und haben uns bereits zu einem kleinen Reich entwickelt. So, unsere derzeitigen Gegner sind Germain, also unser ehemaliger Verbündeter, und das Byzantinische Reich wird als nächstes erobert. Das Osmanische Reich lebt noch, Betonung liegt auf noch, weil die werden bald sterben. Die haben als Vasallen noch, Betonung liegt auf noch, Bulgarien. Und Eretna. Und an dem Punkt starten wir und machen weiter. Wir müssen die Korruption mit der Zeit runterkriegen. Wir müssen es schaffen, die Darlehen loszuwerden. Die zwei, die wir haben. Ja, und so, jetzt haben wir die Provinz als Kernprinzenkrieg. Das heißt, wir verdienen dadurch mehr Geld, kriegen mehr Mannstärke und haben eine größere Armeekapazität. Da ist von 7 auf 9 hochgegangen. So, jetzt erheben wir Anspruch auf Konstantinopel. Erklären den Krieg gegen die. Das ist eine sehr ungünstige Position. So, Aragon, gibt der mir Militärzugang? Strategische Interessen, leckt mich doch. Toll, das heißt, wir kommen jetzt nicht rüber. So.
dort besetzt wird von uns. Und in der Hoffnung von jemandem erobert wird dann. Stationieren wir da noch ein paar weitere. Für genau diesen Fall. So, jetzt ist die Straße auch definitiv offen. Halt, Abbruch. Na gut, Mentesse, wir könnten vielleicht deine Hilfe benötigen. Danke, dass du kommst. Helfen. Die kommen später uns noch zu Hilfe, falls wir angegriffen werden. So, und jetzt haben wir den Krieg gegen Byzanz eigentlich schon gewonnen. So, wir holen uns das Land, holen uns das. Die Koalition, wie groß? Bulgarien. Das geht nicht. Das geht, die Koalition. Und Geld. Oder holen wir uns das hier unten? Na, das hier unten holen wir uns lieber nicht wegen Venedig. Da werden wir sonst noch angegriffen. Und das freilassen? Nee, das wäre gefundenes Essen für die... Gehen wir Epirus an Epirus. Wäre ansonsten... echt gefundenes Futter für die Venezianer. So, dann machen wir das und wir haben Land gewonnen. Die Bauern muss frei von Rechtsvorwürfen sein. Keine Brutalitätsmaßnahmen machen. Das machen wir auch. Wir müssen nämlich die Korruption deutlich runterkriegen. So, und jetzt kommen wir uns schon innerhalb von kürzester Zeit zu einem der mächtigeren Staaten hier in diesem Machtvakuum des Osmanischen Reiches entwickelt. Was für eine Katastrophe. Bürgerkrieg. Heißt das, unser Herrscher ist inkompetent? Schon nicht. Bürgerkrieg, wie können wir den denn loswerden? Wir wollten es größer als 10%. Wir wollen nicht. Wir müssen über die... weil wir de facto keine Legitimität haben. Wäre ungünstig, jetzt einen Bürgerkrieg zu kriegen. Reich. Unabhängigkeit, die. Wie schaffen die das denn? So. Jetzt haben wir Armeen am Truppenlimit. Das heben wir uns auf für irgendeinen nützlichen Krieg. Was haben wir jetzt mittlerweile für eine Entwicklung? Wir haben eine Entwicklung von 75! Konstantinopel so wenig wert, die waren mal mehr wert. Das sind nur noch 20. Schade. Kümmern wir uns auch um den Aufbau unserer Flotte. Die Flotte werden wir brauchen, um das hier zu sichern. Denn wenn wir zumindest die See von Marmara halten, halten wir unser gesamtes Land. Also zumindest eine Hälfte davon. Und das ist wichtig. Gibt es jetzt irgendjemanden, der ein Bündnis mit uns eingehen würde? Hasan Kiew brauchen wir nicht. Wieso hat
Warum sind das so viel? Haben die so viel Entwicklung? Die haben 15, die haben 8. Oh, wir haben zwei Gebäude hier jetzt. Das war früher mal nur eins. Stimmt, das kann ich auch mal erwähnen. Ich besitze alle großen DLCs. Das heißt, wir können jedes Feature dieses Spiels wundervoll in allen Zügen erleben in diesem. Cool. So, dann können wir auch mal sehen, es gibt ziemlich deutlich mehr Monumente. Die Monumente fügen einige Bonis hinzu. Und auch das Brandenburger Tor wurde jetzt endlich hinzugefügt. Damit gibt es in Deutschland zwar immer nur noch 3. Also wirklich, aber das sind schon mal mehr als davor. Da war es nur 1. Was gibt es hier in Bulgarien? Kloster Riva. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das hier verbessert. Wir haben die zwei. Das bringt uns. Das hier bringt uns Toleranz wahrer Glauben. Wir müssen das halt nur noch konvertieren. Und das hier ist auch gut. In welcher Religionsgruppe sind wir? Wir sind muslimisch. Wir müssen also Konstantinopel noch konvertieren. Ist Konstantinopel ein... eigentlich ein religiöses Zentrum? Kann man das irgendwo sehen? Weiß ich nicht. Leider kriegen wir die ganzen Events, die wir kriegen würden, wenn wir das Osmanische Reich werden, nicht über Konstantinopel. Das würde ich auch nicht. Toll. Osmanische Rebell. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann noch ein Souvenir. Die bringt nur halbwegs ordentlich was. Und dadurch machen wir jetzt so viel Miese. So, jetzt haben wir zumindest hier eine weitere technologische Stufe verbessern können. Ah, danke, dass es darüber geht. Geld, 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 Geld brauchen wir jetzt gerade. Und wir müssen die Korruption entfernen. Einladen. Wir haben doch schon ein Schaffi. Was gäbe es noch? Administrative Technologiekosten, das 5%, die lohnen sich. Dann holen wir uns Handfeed, würde ich mal sagen. Kostet uns zwar ein klein wenig, aber... Wann sind die Kernchen jetzt nicht mehr fertig? Jetzt ist ein Teil fertig. Und dann bündeln wir ein Stück Kürbis. Aus Kernstaaten. Die haben alle ganz schön was verloren, aber wir haben hier ein bisschen was erhalten. Verdienen wir ein bisschen mehr Geld. Und jetzt die Osmanen als Rivalen, mit denen wir immer noch einen Friedensvertrag haben. Und wir haben immer noch Bulgarien. Bulgarien hat verloren. Aber wir sind noch mit der Retner. Wir müssen jetzt zu uns kommen. Das hat sich Germanien nicht davon gekümmert. Haben wir immer noch nur 75? Ja, wir haben immer noch nur 75. Mann, wieso haben wir so wenig? Dann kommen wir noch die kantinischen Nationalisten. Das brauchen wir natürlich.
gekostet. Jetzt sind wir, haben wir wieder einen Darlehen. Gut, dann können wir uns darum eigentlich als nächstes kümmern und das hier alles besetzen und erobern. Das geht weiter. Das sind bulgarische Nationalisten. Brauchen Geld. Da haben wir Geld. Aber das schwindet wieder dahin. Wie sieht's aus? Wie lange dauert das noch? Lange. Feudalismus. Ja, ein Feudalismus. Gut. Nur daran müssen wir noch arbeiten. Das könnte noch ein wenig dauern. Hier, werte Germanianer, werdet immer so freundlich und kümmert euch um. Diese Typen. Stört mich. Für 25 Jahre, ja, das kann man nehmen. Dann nehmen wir uns auch gleich die extra Truppen. Also die extra Entwicklung. Immer noch nicht. Schade. Jetzt reicht es. Ja, wir haben... Wir sind halbwegs fortschrittlich. So, weg mit denen. Gion. So, wir müssen hier ein wenig schnell expandieren, damit wir das machbar kriegen. Tja, das Machtvakuum muss aus unbedingt behoben werden. Der Mayen expandiert nicht auch. Soweit der Friedensvertrag abgeklungen ist. Das ist 70. Dauert noch 10 Jahre. Toll. Da sind wir nur mäßig über deren Limit. Das nützt uns nichts. Nicht mit Germanien verbunden. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Die sind ja auch noch. Unschön. Wollen die von mir vasalieren lassen? Nein, wollen sie noch nicht. Wir gehen wieder in Richtung Legalismus, damit wir immer noch das Problem. Ja, ja, ich sehe es. Aber ich will das nicht ausgeben. Ja, damit wir auf die nächste militärische Stufe kommen. Das ist wichtig. Mentesse, wieso? Weil wir mit Ramsan verbinden? Nein. Genf. Genf. Was nützt mir Genf? Wir brauchen einen General. Können 7000 unterhalten. Da wären nicht genug Diplomaten.
Ja, den kann man abziehen eigentlich mittlerweile. Ach, Mann! Nicht mehr ernst. Alter, die sind zu groß. Und die haben zu viele Truppen. Gut, dann können wir weiter hier das und uns den letzten Anspruch auf Tollkuh holen. So, da die haben Freiheit. Links Freiheitsstürme. Ja, das ist ungünstig. Die hat eine gute Flotte. Was macht Genua da? Hinzufügen, das ist auch ungünstig. Die haben schon wieder das verloren, das ist. So werden wir bald einen Bürgerkrieg haben. Was auch nicht günstig ist. Und nur unfähige Idioten wollen mich zum Verbündeten haben. Das ist auch nicht nützlich. Also gut. Dann werden wir sobald, also in 5 Jahren, beginnen, die Osmanen auszulöschen, genauso wie die Bulgaren. Ja. Schön, dann lass die doch auslaufen. Schade, dass Saruhan kein Monument hat. Und wir haben mit denen überhaupt einen, ja, wir haben mit denen einen. Wäre schon blöd. Ja, keine Darlehen jetzt. Dann haben wir das bald auf 5. Jetzt können wir uns den letzten Anspruch erstmal holen. Ich nehme die Grundsteuer gerne. Auch wenn es ein wenig Macht kostet, aber... Oh, diese Grundsteuer nehme ich gerne. So. Die Österreicher. Natürlich die Österreicher, die haben 5, 6, 5. Da hängen wir um 2 Stufen hinterher. So, und dann können wir noch unsere Armee ausbauen. Vor dem nächsten Feldzug. Es sind immer noch 3 Jahre. Kanda, Krim, Bulkadir und Ramsan. Verbündet. Nützt uns nichts. Als mögliche Eroberung. Vielleicht könnten wir uns aber nach Theodoro nicht verbreiten. Die sind nicht untertan von Melon. Okay, interessant. Und die Deutschritter wurden trotzdem ausgelöscht. Aber es gab keine einzige Konföderation. Aber die Deutschritter haben es immer recht. Ich hatte so nur 1 oder 2 Spiele, wo die mal halbwegs gut dastanden. Und das ist schade. Ich hoffe doch, dass es demnächst dann ein Update in der baltischen Region gibt. Das wäre wundervoll. So, damit können wir die Korruption auch nochmal weiter senken. Wir kriegen zwar nicht ganz die Boni, die man hier kriegt, die Steuereinnahmen und so, wenn es maximal ist, aber zumindest einen Teil davon. Wir haben ihm das zurückgekriegt. Ah, durch den Serben. Das heißt, wir können uns dann demnächst mit dem Serben anlegen. Mit dem Walachen meine ich. Tja, das wäre ja zum Lachen. Es war ein
Schlechter Wortwitz. Das Prestige könnten wir, das kriegen wir auch nicht hin, aber ein Versuch ist es wert. Wie sieht es eigentlich mit dem Burger King aus? Geht zurzeit nicht voran. Das ist gut. Aber es sinkt auch nicht und wir werden es auch nicht los. Wann stirbt er endlich? Der ist 41, der wird nicht so schnell sterben. Meine Reputation, das ist nicht schlecht. Das ist nicht ganz so gut, aber es geht. Wir holen uns nur das, was uns gehört. Zumindest das, von dem ich behaupte, dass es uns gehört. Was machen die Byzantiner jetzt in meinem Bulgarien? Wollt ihr mir das bitte verraten, Byzantiner? Und was machen da bitte schon 2000? Ja, Neapolitan. Lustig auch. Früher habe ich immer Neapel und Nepal verwechselt. Klingt aber auch recht ähnlich. So gut, dann müssen wir jetzt beginnen mit den Spionage. Einfluss. Beginnen wir mit dem Amazon. Müssen zwischendurch eh noch was anderes erforschen. Ja, sammelt euch dort. Hey, wieso seid ihr so schnell? Nein. Aber hier einen ausgelöscht. Kümmern wir uns dann, wenn wir damit fertig sind, mit den Ballachen, kümmern wir uns erst um den. Ja, uns geht das Geld mal wieder aus, aber... müsste immer so weit latschen. So, die Legitimität, die wir brauchen. Die Legitimität. Und jetzt haben wir wieder einen Kredit. Und wir haben keine Rekrutenreserve. Aber wir kriegen langsam mehr Rekrutenreserve. Plus. Und nochmal ausgelöscht. Wie lange braucht ihr noch deren Hauptstadt? Viel zu lange, wenn ihr mich fragt. Damit können wir noch leben.
Ach, wir lassen die Expansion so. Dann kann ich das immer sein. Wir können das hier abbezahlen. Wir können dann auch mal gucken, ob wir was Profitables bauen können, wie zum Beispiel. Das bringt 0,2, das bringt 7. 7. Dann machen wir erstmal die 0,2. Ja, Geld. Geld ist immer gut. So, und als nächstes können wir mit zum Beispiel aus Mahn von der Bildfläche verschwinden. Das Spionagenetzwerk brauchen wir nicht mehr. Das ist äußerst ungünstig jetzt mit Germain. Die haben nämlich die Mamelucken als Verbündeten. Das heißt, dahingehend ist unsere Expansion erstmal geschlossen. Was wäre denn so das Minimum? Wir müssen die Meinung erhöhen. Wir müssen die wahrscheinlich immer bleiben. Vertrauen. An dem Punkt ist die Folge leider zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigt auch hoffentlich meinen Fehler, den ich da in der ersten Folge gemacht habe. Da gab es ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm und dann war alles schwarz und es gab nur eine Audiospur. Und das ist echt blöd gelaufen. Nun, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.